Hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Windläufer Mönch, also als DD, war ich schon ewig nicht mehr. Erst beim Leveln das letzte Mal. Jetzt habe ich endlich mal Waffen. Deswegen können wir jetzt mal wieder WW tryen. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht klarkommen. Aber egal, wir spielen hier noch mit Alpha Tiger Turbo Forest und Schadensumkehr. Und jetzt fangen wir hier auch schon direkt an und schauen. Wir geben den einfach mal Instant Touch. Beschwören unsere Ads hier und dann ballern wir einfach mal in den guten Dist hier rein, kicken gleich mal den ersten Cast, dann viert er hier leider mein CD, das ist nicht gut. Ja, ich will aber gerade nicht hinsehen. Fühlt sich gerade irgendwie nicht an, als wäre es worth, irgendwie hinsehen zu usen. Oh, ich hätte Ring spielen sollen. Ring wäre hier mega nice. Oh mein Gott, komplett drauf vergessen. Vielleicht können wir hier ein bisschen Damage reinpumpen, gerade auf dem Holy Parler oder auf dem Retri. Retri ist das Blödsinn. Der Holy Parler ist das hier, oder? Ne, das ist auch ein Retri. Warte, wie viel Vergelte haben die? Wo ist happening? Also meine Schadensumkehr muss ich auch immer benutzen. Genau, die hielt mich ja auch noch zusätzlich. Ich glaube, wir kriegen den fast langsam down. Da hinten gammelt irgendwo noch ein Healer rum. Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Ich kann mich null konzentrieren, weil ich halt, wie gesagt, ich habe Windwalker das letzte Mal beim Leveln gespielt. Und das ist schon wieder ein paar Monate aus mit dem hier. Deswegen verzeiht mir hier. Ich versuche mein Bestes. Wir können den noch slowen. Ich glaube, ich gehe hier mit auf den netten Fury, der sich hier gerade aus dem Staub machen wollte. Wir können den hier kurz pinnen. Dann slowen wir den auch hier gleich. Double Slow für Full Root. Fury Fist. Der backpedalt erstmal weg von mir. Dann gehen wir lieber auf den Holy Parler hier. Vielleicht können wir Damage reinbringen. Können wir nicht, weil er direkt Bob geht. Wird allerdings gepurcht. Nein. Warum ging der jetzt nicht? Ich hatte die ganze Zeit drauf gedrückt. Nein. Oh mein Gott. Achso, Sprint habe ich auch noch. Oh mein Gott, Alter. Ich habe ja noch Tigerrausch. Ganz vergessen. Der Healmonk pumpt mich voll. Ich komme gar nicht klar. Okay, das sieht nicht so rosig aus für uns. Auch wenn wir schon einmal Punkte geholt haben. Die kriegen auf jeden Fall oben. Wir sollten jetzt hier safe gehen. Eventuell auf dem Holy Parler wieder. Oder auf dem Diszi. War das sogar ein Diszi? War das Blödsinn. Können wir hier nochmal Fury Fists in den Red reinpumpen. Können wir mal kicken. Oh mein Gott, das war close. Das war close. Zum Glück bin ich gerade vor dem BG noch drauf gekommen, dass ich meinen Kick nicht gebindet hatte. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum der raus. Ich glaube, ich habe da mal irgendwo ein Makro geändert oder so. Wir können hier eigentlich nochmal CDs anmachen. Wir starten ihn hier auf seine Recklessness. Gleich Fury Fists mit allem rein. Schadensumkehr einmal kurz und bam. Aus dem Leben geballert, würde ich mal fast behaupten. Die Mitte sollten wir jetzt eigentlich halten. Die haben wir allerdings schon wieder drüben. Jetzt versuche ich mit dem Kopf so rüber zu schauen. Das funktioniert leider nicht. Wir können eventuell den Hunter hier kurz pinnen. Der will mich wahrscheinlich knocken dann. Wir pinnen ihn hier. Er hat Brock. Wir setzen uns einen Port, falls er mich knocken will. Dann routen wir ihn hier mal ganz kurz. Und dann sollten wir eigentlich halbwegs Schaden kurz reinbringen. Fury Fist geht an. Wahrscheinlich seine Shell. Das ist die Shell. Gehen wir so lange auf den hier. Das Trinketen war instant, weil ich Angst habe, dass ich ein bisschen viel Schaden reinkriege. Mein Whirling Dragon Punch. Er geht hier in seinen Rack, da kann ich leider gerade nicht viel machen. Wir können vielleicht seinen Charge forcen. Ja, okay, da charge mich der andere, das war nicht so schlau. Können wir es nochmal kurz healen? Faken vielleicht. Wir kamen hier seinen Burst ganz fix. Hat sich hier gerade nochmal gehealt mit seinem Death-CD, das ist nicht so gut. Sollten ihn aber hier jetzt down kriegen, wenn mich irgendwann aus dem 4 rausholt. Vielleicht er hier, wunderbar, dankeschön. Schadensumkehr nochmal zum Heilen. Touch geben wir ihm auch nochmal. Weil er sich jetzt eh gleich healen wird. Schau mal, charge er mich. Wunderbar. Nein, jetzt krieg ich Stun. Oh mein Gott. Jetzt kommt der Pally und stunt mich nochmal ganz kurz, bevor ich wegkomme, Alter. Ah, ich gebe mich jetzt rächen, Mann. Überlebt unser Krieger? Unser Krieger sollte komplett fein sein. Die waren eigentlich die ganze Zeit gerade auf mir. Ah, der geht auch noch nach oben. Nee, unser Krieger. Der macht das hier nicht mehr lange. Der wird hier gerade von zwei umgetunnelt. Ja, das sind halt drei Leute. Wir kriegen allerdings noch einen Shadow Priest. Wir können uns hier nochmal Bersi ganz fix holen. Wir könnten das halt noch holen, wenn halt irgendwer mit reingehen will. Aber ich meine, der eine ist gebrockt, der Furivari. Das heißt, wir könnten hier eigentlich ein bisschen reinballern gehen. Wobei, der Shadow Priest hat mich gerade instant allein gelassen. Das ist aber nicht sehr nett von ihm. Was ist das für ein Play, Mann? Was sollte das jetzt, Mr. Bone? Er rennt die ganze Zeit mit mir hoch und auf einmal geht er weg, oder was? Im allerletzten Moment. Richtiger Anti-Mate, Mann. Richtiger Anti-Mate. Der Vari will Duell, oder was? Wir slowen ihn hier. Nein, misch dich nicht ein. Geh weg, 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 weg. Ist meiner. Auf geht's. Okay, einmal, zweimal. Dann können wir hier kurz Fury Fist. Jetzt müssen wir gleich stunnen, sonst bin ich tot. Jetzt macht er sich aus dem Staub. Charged hier. Jetzt braucht mein Last Stand und jetzt mischt sich ein Red ein. Ach komm, hör mir auf, Mann. Warum müssen die immer die 1v1s hier kaputt machen? Er stirbt an meinem Debuff.
Ich nehme das mal als Sieg. Ich nehme das mal als Sieg. Er wird geblindet, okay. Dann wird er eh schon angecharged. Dann würde ich sagen, wir slowen mal kurz den Holy Parler hier oder rooten ihn gleich hier. Da kommt auch schon der Freedom. Kommt allerdings nicht weg, weil er sich vorher... Ah, sein Freedom, sein Pferd. Kommt allerdings nicht weg, weil er sich vorher kein Freedom gebufft hat. Hier kommt die Bubble noch danach. Haben wir gerade noch irgendwas zum Hitten hier? Nicht wirklich... Oh Gott, Alter, kam viel zu spät. Jetzt können wir vielleicht noch den Pali hier killen. Freedom kommt noch, wird allerdings instant gepurcht. Sein Big Heal vielleicht auch. Oh mein Gott, da war der Purge. Ich habe zur Sicherheit nochmal gepinnt, weil ich mir nicht sicher war, ob Shami gerade hinkriegt. Aber das ging sich locker flockig aus. Was haben wir hier? Wir können hier sogar mal wieder CDs anmachen. Wir gehen mit direkt Touch. Und dann ballern wir hier ordentlich rein. Gleich Brock Touch of Death auch noch. Sogar übertrieben. Nein, der poppt ihn in der allerletzten Sekunde. Alter, so ein ballsy Play, Mann. Was soll denn das jetzt? So, der hat seinen Wingsbrock. Wieder auf mich gehen. Wir kamen einfach direkt seinen ganzen Schaden zurück. Damit er mir nicht wirklich viel antun kann. Gerade müssen wir kurz stunnen, weil der Vari hier auch noch ein bisschen reintunnelt. Das will ich gerade nicht. Vielleicht können wir den Vari noch finishen. Gerade nicht. Das ging sich gerade nicht aus. Können wir uns hier nochmal den Bersi klauen? Nein! Aber alle rushen hoch, ey. Einfach alle gleichzeitig reinrushen hier. Okay, wir haben drei Loren, aber die haben gleich komplett einen Respawn, weil wir die gerade komplett gewiped, glaube ich. Schauen, ob die nochmal reingehen. Da kommt auf jeden Fall nochmal der Vari. Vielleicht können wir uns hier nochmal ein 1v1 geben. Stunt mich direkt. Habe ich nichts, was ich gerade benutzen kann. Last Stand oder so habe ich leider nicht. Dann nutzen wir hier kurz unseren Selfie. Er hat Reflex drin. Reflex bringt jetzt eigentlich gar nichts gegen mich. Zweiter Vari mischt sich ein. Ein Red kommt auch noch mit dazu. Jetzt müssen wir uns leider ein bisschen aus dem Staub machen hier, sonst überlebe ich das hier nicht. Können uns hier kurz dispeln, dann gehen wir mal zu meinem Zerg. Das sind leider schon vier Mann jetzt. Aus einem 1v1 wurde ganz schnell ein 4v1. Und jetzt haben wir so einen richtigen Zerg erschaffen hier. So, ich glaube, wir können den Vari hier ganz fix killen. Nein, wird gerade nochmal ein bisschen zurückgezogen. Was haben wir hier? Ein Hunter? Oh, den können wir direkt stunnen. Fury Fist geht raus, Insignia ist raus von ihm. Dann grippt er sich hier weg, wir können nachchargen. Oh mein Gott, jetzt kommt schon wieder. Der Vari lässt nicht locker auf mir, Mann. Was ist, Mann? Was soll das hier? Gib mir den Heal. Er stunt mich gleich nochmal. Dann pinnen wir seinen Heal. Wart, bis sein Mate down ist. Wunderbar, das Mate ist down. Jetzt will er sich aus dem Staub machen hier. Jetzt bereue ich es wieder, dass ich nicht mit Ding spiele hier. Ah, jetzt slowt er mich. Können aus dem Freedom aus dem Ding raus. Können ihn hier komplett slowen. Ich weiß nicht, warum er jetzt einen Haken geschlagen hat. Vielleicht, weil ich retarded bin und ihr von alleine runterfallt. Das kann ganz gut sein. Rolling Dragon Punch. Wir können ihm immer noch Touch geben, denn selbst wenn er überlebt, dann sollte ihn der Touch eigentlich finishen. Wir kicken ihn hier auf seinen Fake Cast. Und das war's gerade nicht wenig. Geht das gerade nicht mehr drauf, Mann. Okay, das Biggie ging eigentlich. Das war jetzt nicht so schlecht fürs erste Mal Windwalker hier. Schaden ging, ich vergesse zu oft der Fury Fist. Ich muss die mehr auf Cooldown nutzen. Und ich habe es teilweise nicht geschafft, meinen Whirling Dragon Punch anzubringen. Ich weiß nicht, warum der ab und zu daneben geht. Aber egal, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, habt damit unten die Kommentare. Vergesst auch nicht, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.